Hallo und herzlich willkommen wieder hier bei Black Destiny mit eurer Mondcross und dem Kailan ist auch wieder dabei. bei 7 Days to Die. Wir haben jetzt die Nacht darüber gewartet und gehofft, dass der Tag anbricht. Und guckt mal da, der Tag ist angebrochen und der Herr kann mal wieder nicht die Tür zumachen. Ach, wozu? Du willst ja eh gleich raus. Ja, wir haben uns heute vorgenommen, auf jeden Fall Festung bauen, weil wir haben schon nachts einen Kriecher gehabt. Ja. Leiche. Er hat mit dem Kopf durch die Tür geguckt, das war es mehr nicht. Genau, aber wir wollen ja nicht noch mehr Besucher haben, weil wir Besucher nicht leiden können. Also bleibt ja weg von uns. Nein, Mann, Scherz. Noch ein bisschen Stein mitnehmen und dann ab ins Nachbarhaus. Ja, ich werde heute so ein bisschen die Nachbarhäuser abklappern, denn wir brauchen einen Kochtopf. Also er geht wie immer Leuten auf den Sack und ich baue wie immer Leuten das Haus unter den Arsch weg. Ein Hirsch. An. Ja, ich mache das aber bedacht und renne dem Vieh nicht einfach in den Arsch. Ach, geht auch. Er hat mal gesehen, wo das hinführt, ne? Der Hörschlag mit einem Schuss. Ja, aber nur weil er gegen die Wand gerannt ist. Ja, ist doch egal. Schon wieder eine neue Axt. Mist. Bräuchte noch einen Schuss. Du hast nur noch einen oder bräuchtest du noch einen? Brauche noch einen. Okay. So, überfallen wir mal gleich die Küche. Hey, Kochtopf. Ziel für heute erreicht. Kann wieder nach Hause gehen. Dann kannst du mit Bäume hauen gehen. Nein, ich gehe trotzdem noch ein bisschen plündern. Wir hätten ein Haus weiternehmen sollen. Hier sind aber verdammt viele Hirsche, ne? Ist dir das mal aufgefallen? Ich sehe hier alleine drei, vier Hirsche. So, ich habe mal den Kochtopf in den Topf gepackt. Also, wenn du Essen kochen willst, kannst du es dann machen. Wollen wir nicht einen Grill dafür? Nein, wir machen, wir haben auch Eier und Fleisch. Wir können doch erstmal Eierfleisch machen. Bacon and Eggs. Wir haben zwei Eier und ein Stück Ich habe herumliegendes Fleisch. sieben Eier mitgebracht. Tja, da hat wohl jemand gerade nicht aufgepasst. Egal. Ja, ich habe es gekonnt ignoriert. Oder gekonnt nicht verstanden. Nein, das war ignoriert. Das sagen sie immer. Nee, Wärme brauche ich hier nicht in der Gegend. Warm ist mir. Oh Mann, ich will endlich vernünftiges Werkzeug haben. Ah, übrigens, eine Short Iron Pipe habe ich, also hier eine Eisenstange habe ich auch schon für die Schmiede. Ach, Eine gibt's zweite doch können wir eine nicht. Schmiede bauen. Wenn du ein bisschen Leder mitbringst noch. Ja, super. Money, money, money. Papiergeld. Bam. Hast du's? Mann, ist das ne? Mann, der kündigt ja gleich an, dass er stirbt. Uah, Eingeweide. Natürlich, im Papierkorb erstmal ein paar Samen gefunden. So, und weil ich nicht so stinken will wie der Herr dahinter, da hinten irgendwo rumrennt, laufe ich nach Hause und werde erstmal das Fleisch wegbringen. Mach das. Ich habe gerade eine Blaupause für Stiefel gefunden. Kochst du uns gleich ein bisschen Wasser und das Fleisch, damit wir dann wieder essen und trinken haben? Klar, kann ich machen. Ich weiß, ich bin eine feige Sau, aber ich rieche ungerne wie Essen. Ist das echt so ein Mini-Haus? Ist das jetzt hier schon wieder die Küche? Oder hat das Haus zwei Küchen? Nein, ich glaube, es ist nur ein Mini-Haus. Und du bist schuld. Okay, das ist aber echt winzig. Na gut, wenn es das war. Zum Glück haben wir das Haus nicht genommen zum Bauen, aber das ist ja echt winzig. Wo ist denn jetzt der Ausgang hier? So winzig wohl dann doch Ja, nicht, wenn man nicht doch. mal den Ach, Ausgang da, hört. stimmt, in der Küche. So, gehen wir gleich mal ins nächste Haus. Das hat wenigstens einen Keller. Als nächstes müssen wir dann auch irgendwann mal Wasser finden, ne? Oder einen Pool. Oder ein Haus mit Wasser. Ja. Ja, ich gehe ja Vielleicht schon ein Haus mit gucken. Pool. Ich würde gerne schwimmen gehen. Naja, ich glaube, so eine Stadt ist es nicht. Hier gibt es keine Poolhäuser. Aber vielleicht ein Marktplatz. Ui, Shopping. Genau. Es tut uns voll leid, dass wir momentan so husten. Wir sind beide erkältet.
Aber um für euch die allerersten Folgen mit hochzuladen, mussten wir jetzt aufnehmen. Sonst hätten wir das verschieben müssen und das wollten wir einfach nicht. Also ihr müsst jetzt mal mit ein, zwei Hüsterchen einfach mal... Ja, klar, komm. Ja, passt schon. Besteht dieses Haus besteht hier gerade aus einer Küche und einem Klo. Und auf dem Klo ist eine Treppe nach unten und eine Leiter nach oben. Zweckgebunden. Reicht. Der braucht schon einen riesengroßen Wohnraum. Brauchst du großen Wohnraum? Nö, ja doch. Echt? Sind wir im falschen Viertel? Merk schon. So, jetzt gehen wir mal mit ein bisschen. Ich muss jetzt woanders hingehen und sind die Bäume vom Haus weg. Hm. Vielleicht kriege ich aber noch ein, zwei Rehe. Hol den Vorschlaghammer. Nein, hol den Bogen raus. Ich habe uns ein Reh geschossen. Minenhelm, was braucht man denn für den Minenhelm? Ach, man braucht eine Werkbank dafür, schade. Nein, du siehst mich nicht. Du hast mich gesehen, du Miststück. Ach Quatsch, komm. Ja, durchhauen, oder? Was die Äxte auch so schnell kaputt gehen und das ewig dauert, bis man sich hier durchgehauen hat. Natürlich, das ist kein Schwein. Das ist ein Schwein. Ja. Ich meine damit nicht dich. Danke. Bitte. Oh, was fehlt mir denn jetzt für eine Axt? Nichts gut, wollte schon sagen. Ah, Fasern werden langsam wenig. Schweine jagt immer noch. Nein, auf Hirsch. Umgestiegen auf Hirsch. Ja. Soll ich Kacke mitbringen? Naja, wenn es sein muss. Den tue ich jetzt nicht unbedingt drauf, aber... Naja, machst du doch schön lecker Dünger draus. Boah, noch eine Tür. Wo geht die denn jetzt hier hin? So, einmal durch die Wand, nicht die metallverstärkte Tür. da ist ein Safe. Dann Safes lassen wir erstmal noch sein, ne? Ja, dafür brauchen wir erst eine bestimmte Skill von dem einen bestimmten Ding da. Ja, mal gucken, wie das auf Deutsch heißt. Hab nicht nachgeguckt. Quality Joe, glaube ich, war das. Ja, Quality Joe, ne? Mhm. Genau, auf Stufe 3 damit. Immer schön lila Sachen da rauskommen. Nur das Safe hier drin? Nur, war. Na gut. Dann wieder raus. Ja, lass mich hochtrippe. Komm, lass hier eine Dings drin, seine Ranch, damit wir was auseinandernehmen können. Schade. Du musst nicht vergessen, welches Haus uns gehört. Boah, bin ich gerade angespannt. Wieso? Was ich renn mit Fleisch rum. Passiert schon nichts. Du hast doch Pfeil und Bogen. Noch. Ja, passiert schon nichts. Solange du nicht in den Knast reinrennst. Wenn ich hier die Knastspiele spiele? Weiß ich nicht. Echt jetzt? Mhm. Das war unterste Schublade. Selbst für dich. Na gut. Sei lieb. Bin ich doch. Noch. Bleibst beim nächsten Mal zu Hause, gehe ich alleine spielen. Mach das. Noch eine Schatzkarte. Da haben wir schon zwei Schätze auf der Karte markiert. Ey, da vorne bist du. Und jagst Reh. Und dann ein Vetter kommt in deine Richtung. Wo? Nein, ist kein Vetter, ist ein Wackelkopf. Der ist aber noch ein ganzes Ende weg. Ach, da vor dem Reh, ne? Hm. Guck wieder hoch. Und in die nächste Tür einbrechen. Du stehst nicht auf, oder? Ich glaube, die gibt es auch noch nicht, die aufstehenden. Also ich hoffe es. So. Jetzt ist mal nach Hause gehen, Fleisch wegbringen. Riecht doch schon ein bisschen sehr lecker. Boah. Und ich rieche ungern sehr lecker. Oh, ich will... Also wie solche Leute.
Ich will in eine andere Stadt ziehen. Irgendwie haben die nie was in ihren Häusern hier. In der Küche. Er hat schon heutzutage was in der Küche. Lieferservice. Zombie-Liefer. Kannst du mal den Lieferservice, die Adresse davon finden? Ja, genau. Ganz langsam ins Haus laufen. Wir haben ein Reh neben dem Haus. Oh, schön Umweg gelaufen. Wir haben ein Reh im Haus. Habe ich es gerade richtig verstanden? Nein. Okay. Ich gehe jetzt irgendwie nur jagen. Das ist jetzt... Tut mir leid. Aber nicht so schlimm. Kann man wenigstens essen und trinken. Das kann weg. Das. Und weiter geht's ins Haus hinein. Vielleicht findet man ja nochmal was Sinnvolles. Am nächsten Tag werde ich dann helfen, Holz fällen, damit wir... Für die siebte Nacht, für die Horde Nacht gewappnet sind, ne? Entschuldigung. Alles gut. Oh, Armbrust. Gelernt, Bauplan. Schön. Aber dafür brauchte man Eisen, ne? Wie gewonnen, so zerbrochen. Was nehmen wir mit? Oh Gott, bin ich konzentriert. Hast du Wasser oder so schon mal gefunden? Ich finde nicht mal mein Reh mehr. Ich such den Neues. Nee, das müsste tot umgefallen sein, irgendwo auf dem Weg. Das ist so schwer verletzt, das hatte mal 3. Und wenn es mal 3 hat, heißt es kippt irgendwann um. Außer deins. Nein, meins ist umgekippt. Okay. Na gut. Na, räumen wir erstmal auf da vorne. Bevor wir ins nächste Haus gehen. So. Zombies, braucht bitte einen Moment, ja? Ich will nur das Reh schon auseinandernehmen und nach Hause rennen. Oh, der war daneben. Aber er wollte ja unbedingt Fleisch und Fell haben. Der junge Mann. Leder auf jeden Fall, ja. Leder ist wichtig. Ja, der steht ja nochmal auf. Der mag dich. Merk schon. Aber jetzt nicht mehr. Na, ach, da bist du. Na, Lady. Gute Nacht. Es tut mir so leid. Uns so leid. Boah. Warum? Wie? Was tut dir leid? Ach, wegen diesem hässlichen Husten, ey. Ach so. Kinder können so ansteckend sein. Ja, ihr habt richtig gehört. Nicht ansteckend. Ich schmeiß die Kacke weg. Oh, eine Schwester. Hast du Pillen für mich? Oder besser noch ein Beaker? Also einen, was auch immer das auf Deutsch heißt. Noch nie auf Deutsch gespielt. Nein, nur ein leeres Glas. Echt, die Tür haben sie abgeschlossen hier. Belegen, fertigen. Gehen wir mal raus für den Zweck, den ich auch eigentlich machen sollte. Aber Stopp. Das war wohl ein Satz mit E. Im Inventar und dann kommen sie von hinten. Natürlich. Nur von hinten ist am schönsten. Kennst du doch. Ach, gute Nacht. Du oder die? Die. Okay. 3 auf einen Streich. Oh, links vorbei, rechts vorbei. Und jetzt mitten rein ins Gesicht. Geht doch. Und mein schöner Knüppel gibt gleich auf. Ach, du hast noch was im Inventar. Toll, alle haben das gleiche. Den gleichen Loot. Echt, du stehst noch auf? Bist du? Dachte ich mir auch gerade. Beziehungsweise alle waren so plötzlich hinter mir. Bam. Oh, einen zweiten Reifen und er ist zu schlecht. Ne Mutti. Mal, wann das Blaubeer-Seeds? Ja, ich habe Blaubeeren. Das ist sehr gut. Und ich muss mal nach Hause. Das Inventar quillt über. Wo war denn zu Hause? Da lang. Ach ja, zum Knast.
Wir haben uns einen guten Ort gewählt, kann man sich gut merken. In der Nähe vom Wasserturm und Knast. Ja, nochmal eine Pfeile. Was geht kaputt, wenn man es braucht? Der Bogen. Na, dich daneben ist auch vorbei. Boah, der war aber durch den Kopf durchgeschossen. Und nochmal. Was hast du für Affenarme, Lady? So, ob der Herr Kailan das irgendwo nochmal schafft, die Tussi von sich fernzuhalten, das werden wir auf jeden Fall in der nächsten Folge sehen. Oder, wenn ihr Glück habt, jetzt noch schnell. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. Tschüss.